Hallihallo und ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Part Pokémon Saphir. Wir befinden uns hier in der Arena von Baumhausen City und wollen jetzt hier die Leiterin Wiebke herausfordern. Ich bin Wiebke, die Leiterin der Arena von Baumhausen City. Ich wurde das mit Hilfe meiner Vogel-Pokémon und habe den Himmel berührt. Wie anstrengend der Kampf auch war, wir haben mit Grazie gewonnen. Werde Zeuge der eleganten Choreografie meiner Vogel-Pokémon. So, es kam eine etwas längere Zeit, jetzt kein Pokémon-Saphir-Part mehr. Die es wissen, also die meisten wissen es hoffentlich, ich war krank. Ja, jetzt ist eigentlich alles wieder gut, deswegen kommt jetzt auch wieder Pokémon-Saphir. Und wir werden uns jetzt in den Kampf mit Wiebke stürzen, die wir eigentlich besiegen müssten, da wir ja Daros dort zur Stelle haben. Mit seinem Donnerblitz müsste er eigentlich alle Vogel-Pokémon wegfegen können. Schweiboss werden wir natürlich auch schnell besiegen können. Also Donnerblitz und dann ist er hoffentlich tot. Nein, ja. Wie gesagt, ich war krank und so weiter. Ich war auch in den letzten Part etwas perplexer, da ich lange nicht aufgenommen habe. Zwar ist das jetzt auch der Fall, aber ich hoffe einfach mal. Und ich denke auch mal, ich werde nicht so perplex sein. Und gegen Pelipper werden wir auf jeden Fall ankommen, da das hier eine vierfache Effektivität ist, da mit Pelipper Wasserflug-Pokémon ein Wasserflug-Pokémon ist. Und deswegen wird Pelipper natürlich ganz schnell besiegt sein, wie gesagt. Und jetzt, wer kommt denn als nächstes? Ich glaube, jetzt müsste Panzer Eron kommen. Okay, als nächstes wird Panzer Eron in den Kampf geschickt. Das. Oh, ich wollte doch wechseln. Oh. Weil Panzer Eron ist Flugstahl, das heißt mit Donner, also Elektro-Pokémon können wir nicht sehr, also Elektro-Attacken können wir nichts ausrichten. Aber mit Vollfeuer dafür, weil ja Vollfeuer gegen Stahl-Pokémon sehr gut ist. Aber Stahlflügel, okay, das müsst ihr eigentlich nicht viel abziehen, gut. Und jetzt müssten wir eigentlich mal mit Vollfeuer, was setzen wir ein? Ja, Glut. Ich wollte eigentlich Glut einsetzen, ganz eigentlich. Aber natürlich setze ich Schnabel ein, wie ihr seht, das zieht natürlich nichts ab. Und ich glaube, ich wechsle auch mal ganz kurz hier die Attacken, wenn das... Wieso? Okay, jetzt funktioniert's. Glut und dann müsste das... Oh nein. Stimmt, Aeroass... Ach nee. Vollfeuer ist besiegt, das heißt, eigentlich müsste ich Vollfeuer wieder beleben, weil daraus hat keine Chance, genauso wenig wie Mirai. Ja, ich glaube, wir haben noch einen Beleber. Ich hoffe es zumindest, weil sonst wäre das sehr, sehr schlecht. Beleber, haben wir denn noch einen? Ja, okay, oh, wir haben sogar 12 Stück. Dann habe ich mal schön eingekauft, das ist schön. Dann kann ich mich aber gar nicht mehr erinnern. Gut, Ziggy wird natürlich besiegt. Das interessiert uns aber nicht, da das ja kein Pokémon ist, was wir trainieren. Und jetzt werden wir wieder voll in den Kampf. Obwohl, ich glaube, ich werde Formeo in den Kampf schicken und dafür Vollfeuer einen Supertrank geben zum Aufheilen. Und Schluckauf muss natürlich auch noch immer dabei sein. Das kennt ihr ja schon von mir. Also ist das jetzt nichts Neues. Wir haben Supertränke. Okay, das heißt, wir geben mal Vollfeuer einen Supertrank. Ja, 49 KP ist doch schön. Und Formeo wird wahrscheinlich... Okay, wird nicht besiegt. Ja, ich denke mal, wir können Vollfeuer einwechseln, oder? Oder wisst ihr was? Wir machen Sonntag, weil Sonntag stärkt die Feuerattacken für 5 Runden. Das heißt, Vollfeuer hat dann gleich eine stärkere Glutattacke und das ist eigentlich ziemlich gut. Jetzt kann Formeo ruhig besiegt werden. Das ist jetzt nicht so schlimm. Aber dann könnten wir gleich Vollfeuer einwechseln und der setzt dann Vollfeuer ein, genau. Der setzt dann Glut ein und dann müsste Panzer Eron hoffentlich besiegt sein. Ja, aber das könnte natürlich auch nicht klappen, aber ich hoffe es einfach mal. Weil Glut ist jetzt keine so starke Attacke und Panzer Eron ist halt ziemlich stark. Also mal schauen, wie das klappt. Gleißendes Sonnenlicht, das ist schon mal schön. So, Glut setzen wir einfach mal ein und ich hoffe mal, dass das klappt, weil Glut plus Stab plus, also Feuer plus Stab plus doppelte Effektivität, plus Sonntag. Und, oh, komm schon. Ganz knapp, dieser... Ach, komm. Schade, schade, schade. Aber ohne Sonntag hätte es noch weniger abgezogen. Also war es eine gute Idee. Und natürlich muss Panzer Eron einen Hypertrank einsetzen. Mann. So, dann setzen wir Glut ein und dann... Ja, das war schon mal nicht schlecht. Jetzt nochmal Glut einsetzen. Und dann ist Panzer Eron hoffentlich besiegt. Glut. Und, oh, komm, schon wieder Hypertrank. Aber ich glaube, die Arenaleiter haben nur 2 Hypertränke. Das heißt, er müsste eigentlich keinen Hypertrank mehr haben. Wenn wir Glück haben, ist das sogar ein Volltreffer. Okay, schade. Auf jeden Fall können wir jetzt gleich wieder Glut einsetzen. Also als allererstes müssen wir angreifen. Oder auch nicht. Eigentlich hätten wir jetzt erst angreifen müssen, aber egal. Aber das Pokémon, was danach kommt, macht mir eher mehr Sorgen. Weil,
Das ist jetzt zwar auch schon ein starker Gegner gewesen, aber Altaria kommt als nächstes. Das ist ihr letztes Pokémon. Und das ist ziemlich stark. Als nächstes wird Altaria eingesetzt. Wir wechseln einfach mal Daros ein. Und das ist jetzt die Frage, werden wir es mit Daros schaffen? Weil Altaria ist schon sehr, sehr stark. Ich glaube, Drache, Flug. Und das ist eine gute Kombination. Mal sehen, ob wir das schaffen. Erkennt innere Kraft, okay. Donnerblitz und ich hoffe, das zieht viel ab. Das weiß ich nämlich gerade gar nicht, wie viel das abziehen würde. Wegen dem Drachentyp. Oh, das zieht wenig ab. Das zieht sehr, sehr wenig ab. Ich probiere es einfach mal mit einer Psychokinese, weil Step und Psycho ist halt, Psychokinese ist allgemein stark und Erdbeben. Oh. Das ist sehr, sehr schlecht. Kommt schon daraus. Okay. Es hat nicht viel abgezogen. So, Psychokinese und ich hoffe, das zieht viel ab. Ah, das ist nicht schlecht. So, ich denke mal, den Final-Schlag werden wir jetzt mit Psychokinese machen. Und wenn wir Glück haben, wird daraus treffen und ja, wir werden diesen Arena-Leiterkampf gewinnen. Hoffe ich einfach mal. Ja, okay, gut. Das haben wir geschafft. Das heißt, damit haben wir die Arena von Baumhausen City besiegt. Ja, das ist auch eine schöne Sache. Leiterin Wiebke haben wir besiegt. Ich habe noch nie einen Trainer gesehen, der seine Pokémon mit mehr Grazie trainiert als ich. In Anbetracht deiner Fähigkeiten überreiche ich dir diesen Arena-Orden. Present gewinnt 3300 Pokédollar. Present erhält den Federorden von Wiebke. Gut, das ist doch mal eine schöne Sache. Mit dem Federorden gehorchen dir alle Pokémon bis Level 70. Auch die, die du durch Tausch bekommen hast. Außerdem kannst du nun die VM Fliegen außerhalb eines Kampfes einsetzen. Und dies ist dein Geschenk von mir. TM40 erhalten. Das müsste Aeroas sein, wenn es mich nicht täuscht. Ja. TM40 enthält Aeroas. Diese Geschwindigkeit, kein Pokémon hat, kann dir entgehen. Ja, deswegen konnte auch Aeroas als erstes treffen, weil ich glaube, Aeroas hat halt sozusagen eine Erstschlaggarantie. Und das heißt, dass sozusagen immer als erstes schlägt und das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte. Was? Oh, ich habe die falsche Tastenbelegung gemacht. Oh, das ist natürlich schlecht, aber egal. Ich wollte nämlich hier mal ganz kurz. Ja, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte einmal hier fliegen, glaube ich, ein Pokémon beibringen. Ich guck mal, ob das überhaupt Formio vielleicht erlernen könnte. Weil ich glaube. Okay, nein, doch nicht. Das heißt, ich glaube, ich habe noch ein Schwalbini in Reserve gehabt. Also hatte mir es mal gefangen für diesen Moment, dass ich Schwalbini dann fliegen beibringe und damit ich auch an andere Orte fliegen kann. So, dann gehen wir einfach mal hier rein ins Pokémon Center. Aber als allererstes heilen wir unsere Pokémon auf. Und in diesem Part werde ich mich, ja, auch mal über ein Thema unterhalten, was mir auch in letzter Zeit zugestoßen ist. Aber allgemein, was in letzter Zeit ziemlich ein aktuelles Thema war, zwischen einem großen YouTuber und einem kleinen YouTuber. Und zwar geht es um Flamer, Hater etc. pp. Ja, ich habe das mal letztens mitbekommen, aber als allererstes nehme ich Schwalbini mit. Obwohl, haben wir doch keinen Schwalbini? Okay. Aber Zuhört müsste eigentlich auch Fliegen erlernen können, das heißt, wir nehmen den mit. Und dann gehen wir aus der Box raus und bringen. Nein, jetzt habe ich wieder auf den falschen Knopf gedrückt, weil das habe ich ja falsch eingestellt. So, und dann denke ich mal, wir bringen Fliegen dem guten Schwalbini bei. Und wisst ihr was? Zubat meine ich. Und was? Zubat kann sich lernen? Okay. Ich bin nämlich eigentlich nicht mehr krank, aber also ich trinke trotzdem was, weil ich gerade das ein wenig an meiner Stimme höre. Deswegen, ich mache jetzt keinen Cut, sondern ihr hört es einfach mal, wie ich jetzt währenddessen was trinke. So. Ich weiß, sehr professionell. Ich weiß, das musste natürlich nochmal sein. Deswegen, ja. Ja, wir haben leider kein Pokémon, was ich Fliegen beibringen könnte. Das heißt, was machen wir denn jetzt? Ich guck mal, haben wir. Also ich gucke gerade im Pokédex nach, welche Pokémon es so gibt und welche. Jetzt habe ich wieder Schluck auf, weil ich was getrunken habe. Und zwar, welche Pokémon es hier so gibt. Also ich muss gerade selber nachdenken, welche Pokémon Fliegen erlernen können. Deswegen gucke ich mir gerade den Pokédex an und welche dann halt in der Nähe sind. Also obwohl ich könnte mal gucken, wo Schwalbini als nächstes auftauchen würde, also am nächsten ist. Hier, Schwalbini, wo bist du? Schwalbini, los, 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 los. Ja, genau, hier.
Und das Gebiet. Und hier. Okay, das ist natürlich woanders. Ich liebe meinen Schluck auf. Ja, Schweibos vielleicht hier auch. Nee, Schweibos ist auch nicht in der Nähe. Ja, das heißt. Was machen wir denn jetzt? Okay, sorry, 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 sorry. Ich mach mal ganz kurz einen Cut, da ich gerade immer noch voll Schluck auf habe, was mich gerade ziemlich stört. Und ich auch gerade Hustenanfall bekomme, irgendwie. Also, ja, gut, ich mach mal ganz kurz hier einen Cut. Ja, willkommen zurück. Ich hatte irgendwie einen kleinen Hustenanfall mit Schluck auf zusammen und so weiter und so fort. Und das hat irgendwie gerade nicht gepasst. Deswegen habe ich einfach mal einen Cut gemacht und ich bin eigentlich nicht mehr krank. Vielleicht der ein oder andere Huster, aber das passiert auch, wenn man nicht krank ist. Ja, das ist jetzt einfach mal passiert. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Die meisten finden es auch nicht so schlimm, aber ich bin einfach der Typ, der sich gerne entschuldigt. Ja, ich weiß, es ist auch nicht so schön, sich immer zu entschuldigen wegen jeder Kleinigkeit. Natürlich, man sollte sich auch mal entschuldigen, aber nicht wegen jeder Kleinigkeit. Und ja, das ist jetzt passiert. Passiert ist passiert. Und ich laufe jetzt schon mal auf die Route 120. Oder war das 120? Ich schaue noch mal ganz kurz nach. War das 120? Und zwar war das 120? War das 120? War das 120? Okay, ich dachte. Okay, egal. Ich dachte, auf der Brücke kam dann so ein neues Routenbild. Aber Schluck auf habe ich immer noch. Das ist ja auch nicht anders wegzudenken. Ihr wisst aber Bescheid. Ich sag's trotzdem immer wieder. Okay. Ich flüchte einfach mal hier wieder aus dem Kampf. Und dann gehe ich auf die Route 120. Ist das jetzt, glaube ich. Also ich bin auf der Route 120. Aber ich dringe weiter vor. Aber schaut euch das bitte an. Seht ihr diesen schönen Schatten, wenn er läuft? Das ist. Also dieses Detailgetreue. Also das finde ich richtig schön. Das Wasser sieht natürlich jetzt auch nicht so. Ja. Grafisch hochwertig aus, weil es einfach nur so ganz flach ist, aber und eine einschönige Farbe, aber trotzdem hier diese Schatteneffekte, die mag ich richtig. Gut, wir geben uns einfach mal in den Kampf und schon wieder habe ich den falschen Knopf gedrückt. Ich wollte Start drücken. Und zwar, ja, okay, Daros ist vorne, okay. Ja, dann werden wir einfach mal gegen diesen Vogelfänger in den Kampf treten. Und währenddessen werde ich mich halt über dieses Thema Flamer, Hater etc. unterhalten. Und zwar möchte ich dieses Thema mit einem kleinen Thema, ja, wow, also, ne, mit einer kleinen Erzählung sozusagen beginnen. Und zwar war das zwischen einem größeren YouTuber und einem kleineren YouTuber. Ich will jetzt die Namen nicht erwähnen. Und zwar war das so, dass der kleinere YouTuber die Thumbnails, vielleicht kennt ihr auch jemand die Geschichte, aber bitte schreibt nicht in die Kommentare, wenn ihr es wisst, weil ich möchte jetzt hier nicht keinen weiteren Streit hier verursachen. Also sie sollten da nicht auf die Kanäle gehen und weiter flamen. Ich denke, das macht ihr auch nicht, aber trotzdem. Ich möchte es euch einfach nur erzählen und ja, und dazu halt meine Meinung etc. abgeben. Und der kleinere YouTuber hat halt dem größeren YouTuber die Thumbnails geklaut. So, dann hat der größere YouTuber das bemerkt und hat ihn mal angeschrieben mit seinem Zweitkanal und hat gesagt, sind das nicht meine Thumbnails? Natürlich hat wieder Schluck auf. Und dann hat er halt ihn sofort geblockt, ohne sich halt vielleicht zu sagen, okay, tut mir leid, ich nehme sie raus und so weiter und so fort. Und dann hat er halt auf seinem Zweitkanal ein Video hochgeladen und hat gesagt, ja, so und so heißt er. Also das ist der Kanal. Könntet ihr mal bitte sagen, dass er nicht die Thumbnails klauen sollte oder rausnehmen sollte, weil ich kann es ja nicht mal, also ich sag jetzt aus seiner Person, ich kann es ja nicht mehr machen, da ich ja blockiert wurde. Aber es ist jetzt kein Flame auf oder Hate Aufruf, sondern einfach nur, ja. Bitte sagt ihm mal Bescheid. Natürlich haben die meisten auch gleich losgehatet, haben Dislikes gegeben oder so, wie es auch anders sein sollte, war klar. Aber er hat halt nicht zum Haten aufgerufen. So, nach einer Zeit halt hat halt dieser Typ, dieser Let's Player, einen weiteren Kanal aufgemacht. Und da hat er dann halt, also der mit, so der von dem die Thumbnails geklaut worden, also dieser größere YouTuber, hat dann halt mit seinem Erstkanal geschrieben, ja, willst du wieder etwa meine Thumbnails klauen? Und dann hat wiederum, ja, gab es halt einen Riesenstreit sozusagen, weil auf seinem neuen Kanal kamen dann wieder richtig viele Hater und so weiter und so fort. Also fast die Hälfte von seinen Bewertungen waren Dislikes und das waren schon 80 Stück oder so. Das ist natürlich auch ziemlich bitter und er hat halt auch mit Beleidigungen und so weiter zurückgeschrieben, also der kleinere YouTuber. Also war er auch nicht gerade so
ja, regelkonform sozusagen. Auf jeden Fall gab es halt diesen Hate-Flame-Streit. Dann hatte der größere YouTuber auch etwas, also die etwas kleiner waren als er, aber auch etwas größere YouTuber, hat er sozusagen mitgezogen. Also haben sie auch Videos darüber gemacht. Ja, der ist. Wieso mache ich Teleport? Ja, das. Nicht, ihr sollt ihn nicht haten, aber das ist trotzdem nicht schlimm von ihm und so weiter und so fort. Aber sie haben ihn eigentlich schon beleidigt und das war wiederum ziemlich, ja, schlecht von denen. Zwar hat sich das mittlerweile zum Teil geklärt, der Streit ist ungefähr aufgehoben, aber ich fand es eigentlich von beiden Parteien nicht so gut. Allgemein jemanden zum Haten oder. Ach, mein Schluck auf. Allgemein jemanden zum Haten oder Flame aufzurufen, vor allem wenn man so ein großer YouTuber ist, der hat jetzt wirklich sehr viele Abonnenten, und zwar hat er jetzt nicht gesagt, okay, geht zu ihm und hatet ihn, aber wenn man man sagt schon so etwas so mit einem kleinen Hinterton und das ist wiederum halt nicht so gut und ja, größere YouTuber haben eigentlich auch eine Vorbildsfunktion und das ist einfach schlecht gewesen. Natürlich hatte der die Thumbnails geklaut hat, auch ja nichts Gutes gemacht und hat ihn auch gleich blockiert und so weiter, beleidigt auch. War natürlich auch nicht toll. Also von beiden Parteien sehr schlecht, also nicht so schön gemacht. Also ich schlag mich jetzt hier auf keine Seite oder so. Ich wollte einfach mal meine Meinung dazu abgeben, dass allgemein Haten und Flamen sehr schlecht ist. Und ich finde das einfach nur unnötig und verstehe das auch gar nicht. Auch so kleine Hater. Es gibt ja Leute, die abonnieren die Kanäle, ne, von anderen Leuten, um sie zu haten. Das heißt, es kommt ein neues Video raus und gleich sind da 5 Dislikes oder so, weil ein Junge, so vielleicht ein 10-jähriger Junge oder so, Gronkhater, es könnten aber auch ältere sein, das war halt jetzt nur ein Beispiel, nicht ein Gronkhater, sondern ein Gronk-Fanboy, alle anderen sind schlecht und so weiter und so fort, muss halt nicht so sein, aber ist halt öfters mal der Fall. Und der macht sich dann 10.000 Kanäle so ungefähr und disliked natürlich alle Videos. Was wiederum ziemlich dumm ist. Ja, das ist mir auch letztens passiert, dass ich mal eine Meinung unter einem Video geschrieben habe. Ich habe ja auch mal erzählt, ich hacke New Super Mario Bros. DS. Und ja, da gibt es dann halt einen Kanal, der dann halt gehackte Level spielt. Und habe ich einfach mal meine Meinung darunter geschrieben, was mir halt nicht so gut gefallen hat. Also nur konstruktive Kritik sozusagen. Und dann, also das haben wirklich viele geschrieben. Also genau das gleiche wie ich so ungefähr. Also jetzt nichts Neues. Und dann hat da einer gesagt, ja, mach das doch mal selber. Ich sag dann, ja, wir würden doch nicht diese Kritik verfassen, wenn wir nicht selber hacken würden. Also wer es nicht nachvollzieht, tut mir leid. Aber ich versuche es ein wenig halt zu erklären. Und dann kamen halt noch andere Leute und so weiter und so fort, die dann halt auch gegen mich gesprochen haben und so weiter und so fort. Und auf einmal hatte ich dann unter meinem neuesten Video 3 Dislikes. Okay. Also ich bin jetzt nicht irgendwie, oh nein, dort ist ein Dislike, oh nein. Natürlich ist das, sieht das ein bisschen komisch aus und ein wenig ist das natürlich auch nicht so schön, aber. Ja, wen interessiert es? Weil ihr wart in diesem Fall wirklich eine richtig tolle Community, weil ihr habt dann auch gleich gesagt, Mann, wieso Dislike? Das ist doch eigentlich, ihr seid, Mann, du machst doch eigentlich, also ohne Kritik einfach ein Dislike zu geben, ist doch nicht so gut. Was hat ihnen denn nicht gefallen und so weiter und so fort? Und habt dann auch gleich sehr, sehr viel Daumen hoch gegeben, was mir natürlich auch gefallen hat, weil ich wirklich gesehen habe, dass ihr echt eine tolle Community seid, die zu mir hält sozusagen. Also ich bin jetzt nicht irgendwie like-geil oder so, aber ich freue mich halt immer über einen Daumen hoch oder allgemein über einen Kommentar, der positiv ist, weil natürlich spornt das einen mehr dazu an, ein Let's Play aufzunehmen und so weiter und so fort. Also es ist wirklich schön, wenn ihr so etwas macht, aber ich möchte natürlich zu keinem jemanden, also keinem dazu zwingen. Also wenn ihr es nicht wollt, müsst ihr es nicht machen. Das ist einfach nur eine schöne Sache. Und ich schaue auch mal ganz kurz, wie lang ist denn der Part schon? Ich habe mich nämlich ein bisschen verquatscht und ich habe auch ganz kurz jetzt geguckt währenddessen. Ja, 19,5 Minuten. Joa, das heißt, nach diesem Kampf, denke ich mal, beende ich den Part hier auch ein wenig ernster. Ich habe auch ein wenig ruhiger gesprochen. Bin eigentlich nicht so aufs Geschehen eingegangen, da ich auch eigentlich nur fast nur gegen Trainer gekämpft habe. Ja, ich hoffe, euch hat natürlich doch dennoch dieser Part gefallen. Halt ein bisschen ernster gesprochen hier über dieses Geflame, Gehate. Und meine Meinung dazu gehört. Und ich hoffe jetzt, wie gesagt, zum dritten Mal oder zum zweiten Mal, euch hat dieser Part gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.